Dann darf ich Sie auch herzlich begrüßen zu meinem heutigen Kursvortrag zum Thema Compliant Programming, rechtssicherer Einsatz von Blockchain und dann perspektivisch auch anderen Technologien. Der Herr Straub hat das ja auch gerade schon ganz kurz angekündigt. Ich habe zum Thema elektronische Konnessumente und deren Umsetzung und auch vor allen Dingen rechtssicheren Umsetzung mittels Blockchain-Technologie promoviert. Diese Promotionsarbeit bildet gleichzeitig dann auch, wenn man so will, den Grundstein der Arbeiten hier in Haptik. Denn das ist genau das Ziel der Arbeit, das, was ich der Arbeit in Haptik, das, was ich mal theoretisch aufgezeigt habe, im Rahmen meiner Dissertation hier dann auch praktisch umzusetzen. Ich habe Ihnen natürlich auch eine kleine Agenda mitgebracht für den heutigen Kurzvortrag. Zunächst einmal möchte ich das, was der Herr Straub gerade schon schön eingeführt hat, nochmal ein bisschen aufgreifen und nochmal klar machen, dass Technik sich immer im Spannungsfeld des Rechts bewegt. Es gibt schlicht keine rechtsfreien Räume. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man immer sehr vorsichtig sein muss und sehr gewissenhaft, wenn man eben mit Technologien gerade wie der Blockchain umgeht. Werde danach auch noch mal ganz kurz auf die Blockchain-spezifischen Fragestellungen eingehen und dann auch ein bisschen die Anforderungen des Rechts, die der Herr Straub jetzt gerade mal kurz angerissen hat, noch etwas detaillierter darstellen. In einem dritten Schritt möchte ich Ihnen dann wirklich auch ganz konkrete Hinweise geben, vielleicht nicht ganz inhaltlicher, aber zumindest methodischer Natur, wie es für Sie vielleicht auch in Ihren Projekten oder auch in euren Projekten dann eben vielleicht erleichtert wird, juristische Anforderungen dann schlussendlich auch umzusetzen. Beginnen wir doch gleich und beginnen wir mal gleich mit dem, mit unserem Anwendungsfall, dem wir uns im Projekt Haptik stellen mussten bzw. wollten. Ich möchte Ihnen mal dieses Spannungsfeld des Rechts anhand der elektronischen Transportdokumente darstellen. Ganz kurz, warum elektronische Transportdokumente? Gerade haben wir doch noch dieses ominöse Konnessument besprochen. Das Konnessument ist nichts weiter als das Transportdokument der Seefracht. Englisch heißt es auch Bill of Lading. Und die Besonderheit dieses Konnessements ist eben, dass es neben einer bloßen Quittung, dass der Kapitän im Hafen tatsächlich die Ware übernommen hat, eben auch ein Wertpapier ist, das seine Handelbarkeit ermöglicht. Und diese Handelbarkeit, diese Wertpapiereigenschaft ist es, die das Konnessument eben gleichzeitig auch zur Sicherheit in Exportfinanzierungsgeschäften, wie zum Beispiel im Akkreditivgeschäft, einsatzbereit ist. Und jetzt schauen wir uns mal diese Mindmap an und wir werden feststellen, das Transportrecht oder das Seerecht, das originäre Transportrecht, sehen Sie nur ganz oben rechts, ganz klein mit den digitalen Öffnungsklauseln des HGB. Alles andere ist nicht mehr anwendungsbezogen. Alles andere, die ganzen anderen Fragen, die wir uns hier stellen, sei es das öffentliche Recht oder das Telekommunikationsrecht oder das Datenschutzrecht, wie von dem Herrn Straub gerade angesprochen, die resultieren nicht aus dem Anwendungsfall, sondern aus dem Einsatz der Technik zur Herstellung dieses Anwendungsfalls. Und das ist etwas, das möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben. Wenn man sich einem solchen Digitalisierungsprojekt stellt, dann ist es sinnvoll und meines Erachtens sogar extrem sinnvoll, sich schon zu Beginn der Arbeit nicht nur aus der Business-Perspektive die Anforderungen an ein solches technologisches Produkt aufzuzeichnen, sondern sich gleichzeitig auch bewusst zu sein, was denn eigentlich die eingesetzte Technik für Konsequenzen hat. Das ist nämlich gerade in puncto Blockchain nicht ganz trivial, denn unser Recht, unsere Rechtsordnung, egal ob das Datenschutzrecht, Kartellrecht, Telemedien- und Telekommunikationsrecht, Strafrecht, Zivilrecht etc. pp. Ist, ist immer ein eher zentralisiertes Recht, das wir jetzt aber im Rahmen der Blockchain auf eine dezentrale Datenbank, dezentrale Datenhaltung anwenden wollen. Schauen wir mal ganz kurz mit dem Datenschutzrecht an. Herr Straub hat es ja schon gesagt, das Datenschutzrecht kennt eigentlich nur einen zentralen Verantwortlichkeitsbegriff. Natürlich gibt es mit Artikel 26 DSGVO auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit, ein Joint Control. Aber das eben festzustellen, inwieweit denn jetzt in der Blockchain eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht oder nicht, oder vielleicht auch Auftragsverarbeitungsverhältnisse bestehen, das ist eben hochkomplex. Und das bedarf eben auch einer rechtswissenschaftlichen, tiefergehenden Auseinandersetzung. Das Gleiche gilt schlussendlich auch im Telemedien- und Telekommunikationsrecht. Es gibt ja die Haftungsprivilegierung in 7 fortfolgende des Telemediengesetzes. Da geht es schlicht und ergreifend um die Frage, für welche Inhalte ich denn eigentlich haften muss, wenn ich sie im Internet in irgendeiner Form bereitstelle. Und da fällt es dann eben bei der Blockchain extrem schwer festzustellen, naja, was sind denn jetzt noch meine eigenen Inhalte?
Und was sind fremde Inhalte? Oder was sind, um mal mit der Rechtsprechung des BGH zu gehen, zu eigengemachte Inhalte? Sind es nur die Daten, die ich selbst als transaktionsausführender User in die Blockchain eingetragen habe? Sind es vielleicht alle Daten in einem Block oder sind es gleich alle Daten, die ich lokal, weil ich eine Node betreibe, gespeichert habe? Zugleich müssen wir aber auch das Kartellrecht betrachten, denn eine Blockchain ist immer ein Zusammenschluss aus mehreren Leuten. Aber ist jetzt dieses Zusammenschluss vielleicht ein technisches Kartell? Das mal als ganz einfache Frage oder viel komplexer. Wie sieht es eigentlich mit der Offenlegung von Daten in diesem Netzwerk aus? Dürften denn diese Unternehmen, die dieses Netzwerk bilden, überhaupt diese Informationen voneinander haben? Schließlich gibt es auch immer noch eine Art Geheimniswettbewerb, der ja gerade für so ein, ich sag mal, gesundes Missvertrauen zwischen den Wettbewerbern sorgen soll, damit die eben gerade nicht wissen, wie lange sind die Prozesslaufzeiten in den einzelnen Betrieben. Denn wenn sie wissen, wie lange die Prozesslaufzeiten bei ihren Konkurrenten sind, dann werden sie sich höchstwahrscheinlich nicht mehr beeilen, wenn sie sowieso schneller sind als die. Und das geht schlussendlich zu Lasten des Verbrauchers und das will das Kartell- und Wettbewerbsrecht eben gerade vermeiden. Gucken wir noch mal ganz kurz in den Ausblick Strafrecht. Ich bin jetzt selbst kein Strafrechtler, aber ich möchte es zumindest mal kurz hier anteasern, um Sie auch ein bisschen zu sensibilisieren. Auch das Strafrecht kennt zumindest eine geteilte, ich nenne das jetzt mal untechnisch Verantwortlichkeit. In Täterschaft und Teilnahme wird das ein bisschen ausdifferenziert. Aber jetzt stellen wir uns doch mal wirklich ganz stumpf die Frage, ist nicht derjenige, der eine Transaktion signiert oder einen neuen Block hasht in der Blockchain, ist er nicht vielleicht sogar Teilnehmer, weil Beihelfender in einer solchen Straftat, wenn zum Beispiel Kinderpornografie oder andere Daten auf der Blockchain gespeichert werden? Das sind eben alles Themen, die muss man berücksichtigen, schon in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, überhaupt eine Blockchain einzusetzen. Das ist aber eigentlich auch nichts Besonderes. Ich habe das zwar hier mit dem Term oder wir, muss ich korrekterweise sagen, der Herr Precht, der jetzt später dann auch Haptik vorstellen wird, hat er ja maßgeblich mitgewirkt. Wir haben dafür den Term Compliant Programming geprägt, nämlich dafür, dass auch ein Legal Product Owner für Compliance von Beginn an sorgen soll. Was jetzt alles ganz toll, wunderbar, agil klingt, ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ich habe mal hier unten rechts ein Bild mitgebracht von einer sehr berühmten Baustelle in unserer deutschen Hauptstadt. Das ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das wohl der BER. Und dort gab es ja große Probleme mit dem Brandschutz. Und dieses Brandschutzthema, das ist ja etwas, das kommt ja im Grunde aus der Regulatorik. Das ist ja eine regulatorische Anforderung an einen Bau. Dafür gibt es ja Architekten und Bauingenieure, die gerade von Anfang an die regulatorischen Anforderungen, also nehmen wir mal den Brandschutz als Beispiel, aber genauso auch die Abstandsflächen, die eingesetzten Materialien, dass sie zum Beispiel keinen Asbest verbauen, dass sie gewisse Energiestandards einhalten müssen. All das ist ja Regulatorik, die sie aber natürlich berücksichtigen, bevor sie das Haus bauen, sondern die sie in dem Moment schon berücksichtigen, wo sie den Plan dafür aufstellen. Das Ganze jetzt etwas abstrakter, dann zum Beispiel im Datenschutzrecht, Artikel 25 DSGVO, fordert ein Privacy by Design, eigentlich ja sogar by Default, also von Anfang an. Das Kartellrecht fordert eigentlich auch ein Antitrust by Design, also die Berücksichtigung kartellrechtlicher Fragestellungen, bevor sie überhaupt an den Markt gehen. Dann ist doch eigentlich nur die logische Konsequenz, gleich zu sagen, wir brauchen ein Compliance by Design und übertragen eben die gelebte kautelarjuristische Praxis komplett auf die technische Ebene und binden Juristen bereits als Product Owner in den Entwicklungsprozess ein.